Ja, hallo miteinander zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Wir sind ja da letztes Mal stehen geblieben bei diesen übelgrossen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man diesen Dinger sagen soll. Ballonen? Ja, keine Ahnung. Ich habe noch ein bisschen an den Soundeinstellungen rumgeschraubt. Schon gesehen. Ich habe an den Soundeinstellungen rumgeschraubt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Musik im Verhältnis zu den gesprochenen Texten ein bisschen gar laut ist. Und deshalb habe ich dort nochmal ein bisschen was angepasst. Ich hoffe, jetzt ist es noch besser als vorher. Wir brauchen immer noch Salz. Wir suchen immer noch nach Salz. Police. Ja. Kann man nichts machen. Ich bin immer noch Gesundheit, aber nichts Salziges. Okay, da kommt man schon mal wieder nicht weiter. Reden jetzt mit denen auch nicht zusammen. Ein bisschen Geld. Verkaufsautomat in der Nähe. Ja, tatsächlich, da ist ein Verkaufsautomat. Ich weiß nicht, ob ich Salz kaufen soll oder nicht. 60 ist schon relativ teuer. Aber ich weiß zumindest schon, wo ich Salz kriege, wenn ich so nie einen Suss Salz finde. Darauf habe ich schon das ganze Jahr gewartet. Da jetzt noch mal ein bisschen Salz drin. Aber nicht viel. Ja, ich weiß, dass ich Salz suchen muss. Oh. Ist das ein. Das sieht nach einem automatischen Gewehr aus, also scheinbar geht es jetzt so langsam dann etwa los. Das Ganze mit Tutorial-Charakter ist das Ende. So, die alle so einen Ball? Krieg ich auch so einen Ball? Scheinbar nicht. Scheinbar gehen es mir kein solcher Ball. Also, aber Gott, Gesundheit. Oh, wieder ein bisschen Salz. Super. Jeremiah Fink. Aha. Jahrmarkt und Verlosung. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Ah ja. Mister, möchten Sie vielleicht einen Ball? Wenn wir einen Ball. Was will die Kleine von mir? Oh. What's Sorry, it? Ich kauf nichts. Dummchen. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. Oh. 77? Das ist eine Glückszahl. Haben wir nicht vor ein Dokument gekriegt? Kai Falt Nummer 77. Ist das nicht? Okay. In ganz Kolumbia. Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Ja, was sagt man dazu? Ist ja klar gesehen, oder? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Haben jetzt gewonnen? Der erste Wurf. Der erste Wurf. Was zum Henker? Okay. Das heißt, wir sind doch ein bisschen bei den Rassisten gelandet. Mit Rassisten kann ich grundsätzlich nicht so viel anfangen, aber zum Ansagen. Da ist er!
Wo hast du das Brandzeug her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Wow. Wow! Haltet ihn! Haltet ihn! Der falsche Hirte will unser Lamm auf Abwehr! Alter Schwede, hey. Jetzt geht's aber da richtig los, so. Jetzt habe ich dich. Wer seid das? Hohoho! Eiche durchsuchen. Müsli! Da ist er! Gesundheitskit? Ja, gut. 80%, so viel Schaden hat mir das auch wieder nicht gemacht. Doch. Okay, ich komme nicht zurück zum Salzstand. Hätte ich vielleicht doch vorher sollen Salz kaufen. Aber finde ich da noch Salz irgendwo? Okay, alles klar, jetzt wissen wir, warum das Spiel ab 18 ist. Wieder ein bisschen Salz, aber das ist immer noch zu wenig Salz. Was zu den Waffen? Hallo? Ich bin unbewaffnet. Also ja. Hier, bewacht das Tor! Oh. Ihn nach! Jetzt kommt noch einer mit der Pistole. Ja. Jetzt haben wir auch eine Pistole. Okay, also jetzt ist das Spiel definitiv angefangen. Jetzt definitiv aufpassen, was wir machen. Und nicht immer da nur die Landschaft gewesen. Aber die Landschaft ist halt einfach wunderbar gemacht in dem Spiel. Monument Island. Und ja. Aber immerhin, wir haben jetzt eine Waffe. Wo ich mich ja vorher zwar schon auf dem Jahrmarkt nicht unbedingt als guten Schütz gezeichnet habe. Okay, da kommt wieder ein Verkaufsautomat. Und zuerst mal ein Voxophon oder Voxophon. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Okay, also ja, es sind definitiv ziemliche Rassisten da. Silberigel-Tasche nehmen. Oh, da ist aber recht viel Cash drin gewesen. Verkaufsautomat, was verkauft denn der da? Beherrschung, Hilfe. Verleiht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. Kaufen wir doch. Ein Upgrade für unsere Fähigkeit, so wie es aussieht. Automat leer. Possession now turns machine and man into allies. Okay. Hold and release to create a ghostly trap. Ah, das ist das, was wir eben gemacht haben. Halten und gespenstische Fallen. Das ist eben das, was wir aus Versehen gemacht haben. Und man hat kein Salz mehr gehabt. Drum haben wir es wieder. Oh. Der Dreckskerl ist im Park! Schneidet ihn ab!
Lass den nicht entkommen! Aha. Da hinten wir doch. Scheiße, das Loch aber geht. Okay. Die bringen sich tatsächlich selber um. Ach so, verletzt er deine Verbündeten nicht. Ach so, der räumt jetzt doch. Der räumt jetzt doch für mich schön ab. Praktisch, praktisch. Dann können wir da hinten ja noch ein bisschen umschauen, ob es da Feuerwerkabschussgerät. Yay, Feuerwerk! Werkzeugkasten. Ah, da ist noch ein Werkzeugkasten. Silberriegel. Da kann man auch Feuerwerk abschießen. Okay, 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 okay. Wir sollten uns da nicht allzu lange aufhalten mit dem Feuerwerk, sondern Salz. Mitnehmen, natürlich. Wir brauchen wieder Salz. Was haben wir da noch? Noch mehr Salz. Sehr gut. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ich glaube, die Maschine, die ist jetzt uns feindlich sind. Kann das sein? Jawohl. Für Pistole. Unsere Lebensenergie ist leicht abgegangen. Muss ich jetzt hier runter? Sehr wahrscheinlich. Oh, jetzt kommen doch gerade einige Gegner auf uns zu. Verkaufsautomat. Gesundheitskit, ja. Also wenn das so weitergeht mit den Gesundheitskits, was ich kaum glaube, dann wird es überleben in dem Spiel, ja. Ein Klacks werden, aber ich will jetzt da gar nicht schon mich in falscher Sicherheit wiegen, weil wir haben vorher gesehen, mit dem Salz ist es auch schon bereits das erste Mal knapp geworden. Okay. Oh. Ja, das ist jetzt vielleicht wieder nicht so gut gewesen. Drücken habe ich, wenn ich zielen will, der falsche. Oi, 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 oi. Dort vorne ist so eine Maschine. Und da sollten wir jetzt am besten Salz haben. Okay, es gibt immer so ein spezielles Geräusch, wenn wir wieder einen eliminiert haben. Aber ich sollte Salz haben. Nicht unbedingt nur Silberigel. Weil da vorne ist so eine vermaledeite Maschine. Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? So, Salz. Ich kaufe mir jetzt einfach trotzdem Salz, auch wenn das relativ teuer ist. Weil da vorne haben wir... eine Maschine. Ich glaube nicht, dass ich die überlisten kann. Weil ich glaube, ich muss dort führen. Das ist so eine Drecksmaschine. Vielleicht klappt's. Ja, 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 ja. Lass mich jetzt in Ruhe. Okay,
Die bin verhaftet, glaube ich, weniger. So. Nächsten eliminiert und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir wieder einen kleinen Cut. Und ich würde mich freuen, gerade wenn wir den noch schnell eliminieren. So, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss miteinander!